dann gehen wir erstmal zurück in den Keller. Da müssen wir noch was machen. Dann mit den Zappern und dann brauchen wir bestimmt auch noch alles, was wir wollen. Und wir haben da jetzt einen Eimer mit Alkohol. Okay. Ich glaube, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz in die Werkstatt. Das war... Oder war das hier? Nee, das war gar nicht hier. Das war woanders. Wo war das jetzt? Ach, im Anwesen, glaube ich. Genau. Nee, nicht hier. Eine Flasche sehr teurer Whisky. Feierte der Herzog die Genehmigung seiner Ausgrabungen? Ach nee, Quatsch. Beim Glockenturm war das, glaube ich. Genau, hier. Da brauchen wir das Feuer entnehmen. Und da erhalten wir Streichhölzer. So, wer kann 1 und 1 zusammenzählen? Alkohol und Feuer ist sehr, sehr brennbar. Deswegen, der Rattenfinger ist voll. Wo ist er hin? Ich weiß wo. Und zwar begießen wir erstmal die komplette Kutsche mit dem Blut. Das fällt natürlich schlecht, wir wollen es ja nicht töten. Erstmal mit Alkohol und dann verbrennen wir das Ganze. Der Rattenfänger hat sich vermutlich zum Glockenturm geflüchtet. Ich muss ihn zustellen. Ja. Nun, da die Flöten zerstört sind, können sie nicht mehr in die falschen Hände fallen. Genau, die sind jetzt komplett ruiniert. Was auch gut ist. Ja, dann können wir zum Glockenturm und da sind wieder Ratten, aber das macht nicht. Wir haben ja auch eine magische Flöte des Rattenfingers. Da ist er. So, und irgendwo hier war auch das letzte Kamion-Objekt. Genau da. Und wir haben alle 20. Supi! Also man merkt schon, glaube ich, dass ich das Spiel privat ziemlich oft durchgespielt habe. Perfekt. Ich wollte zusehen, wie auch die anderen Städte des Herzogs den Ratten zum Opfer fallen. Doch du musstest dich in den Weg stellen. Es ist nicht von Belang. Ein Funke. Und wir werden beide in den Flammen verbrennen. Nein! Nein! Geh nicht! Es ist noch nicht vorbei! Nein! Nein! Ah ja, der Epilog. Du hast den Rattenfinger besiegt und seinen Plan, Europa mit seiner mit einer Rattenplage zu überziehen, durchkreuzt. Die Kopien der Flöte wurde zerstört zusammen mit der echten Flöte des Rattenfingers. Obwohl das kleine Hameln nie wieder so sein wird, wie es war, werden die alte... Ach, was lese ich da? Nochmal von vorne. Obwohl das kleine Hameln nie wieder so sein wird, wie es war, werden die Menschen dank deiner Hilfe zurückkehren und ihre Stadt wieder aufbauen können. So. Mein Gott, was habe ich denn da gerade gelesen? Jo, mit anderen Worten, meine Lieben, das war's. Das war Fabled Legends, die Rückkehr des Rattenfängers. Entwickelt von Bluty Games. Und, ach ja, jetzt kann ich das am Ende auch sagen, aber obwohl, ich glaube, bis dieser Part offiziell auf meinem Kanal hochgeladen wird, habe ich, glaube ich, die zwei Spiele schon, also die zwei Blamed-Bird-Spiele, und zwar zu meinem ersten Midvote-Video, wo ich ja, was heißt angekündigt, eigentlich
als Info gesagt habe, dass ihr da mitvoten könnt zu dem Spiel Enlightenus 2, der ewige Turm. Da habe ich ja auch unter anderem gesagt, dass das Spiel ist von 2012, also naja, ist schon ein bisschen alt. Da habe ich ja euch gesagt, dass ihr da mitvoten könnt, wenn ihr wollt und auch wirklich Interesse habt bei der Enlightenus-Spielreihe. Ich denke mal, dass die Spielreihe auch von Blue Tea Games sein wird. Da haben sich bis jetzt schon immerhin zwei meiner Lieblings-YouTuber und auch YouTube-Freunde und auch Let's Play-Kollegen sich gemeldet, nämlich einmal der Holy Diver, der sowieso ein ganz großer Fan von den Wimmelbit-Spielen ist, und auch der Mythos Yggdrasil aka Robin, der natürlich hoffentlich dieses Jahr 2020 auch mit seiner Let's Play-Karriere wieder neu beginnt wird, und er hat auch gesagt, er wird das dann auch weiterhin durchziehen mit den Let's Plays. Das heißt, er wird, denke ich mal, auch eine verdammt große Spielauswahl haben dann. Aber er fängt natürlich auch erstmal ganz klein an. Ende. Danke fürs Spielen. Und er wird natürlich auch erstmal mit Retro-Games anfangen. So wie ich das natürlich auch gemacht habe. Ich habe ja auch erstmal ganz klein angefangen. Und jetzt bin ich ja hier schon bei den Computerspielen. Und der nächste Schritt, den ich jetzt planen werde demnächst, dauert zwar noch sehr lange, aber dieser Schritt wird noch eingeplant, wird natürlich der sein, dass ich dann von der Konsole direkt aufnehmen werde und dann über mein PlayStation-Konsolen mit Hilfe der Elgato Capture Card dann aufnehmen werde. Ich hoffe, dass das alles einwandfrei funktioniert. Ich muss das Ganze zwar an meinem Laptop aufnehmen, weil es geht nicht anders, aber ist ja quasi auch ein etwas besserer, tragbarer Computer in dem Sinne. Deswegen passt das schon. Ja, ansonsten, meine Lieben, das war's jetzt. Das war mein Let's Play Projekt Fabled Legends, die Rückkehr des Rattenfängers. Ich bin gerade sehr erleichtert, dass ich auch hier alle Chameleon-Objekte für euch auch gefunden habe. Und das nächste Wimmelbildspiel, was nach Fabled Legends die Rückkehr des Rattenfängers erscheinen wird, wird auch nochmal ein Wimmelbildspiel von Blue Tea Games sein. Bloß da gibt es keine Chameleon-Objekte oder so, aber da gibt es eine andere Besonderheit, die ich da freischalten kann. Ob ich das schaffen werde, das weiß ich nicht. Da muss ich nämlich bestimmte Bedingungen erfüllen, und ob ich die alle schaffe, das weiß ich nicht. Ist eigentlich auch nicht schlimm, wenn nicht. Ich will euch ja das Spiel zeigen, im Großen und Ganzen. Und ja, ansonsten, meine Lieben, ich verabschiede mich offiziell jetzt zu dem Wimmelbildspiel Fabled Legends, die Rückkehr des Rattenfängers. Ich hoffe, ihr hattet bei diesem Wimmelbild-Abenteuer genauso viel Spaß, wie ich ihn hatte. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Wimmelbild-Abenteuer von Blue Tea Games. Und die zwei Enlightenus-Teile, die werde ich ja spielmäßig schon bald rausbringen. Aber es wird ein bisschen dauern. Auch, also zeitlich wird es sehr lange dauern, weil ich habe das jetzt eigentlich erst geplant nach dem ein Strategiespiel, was ich jetzt auch demnächst vorhatte zu Let's Playen, dass ich die zwei Wimmelbildspiele erst danach Let's Playen werde. Also deswegen, es wird zeitlich wird es dauern, bis die zwei Spiele erscheinen werden, aber spielemäßig wird es nicht lange dauern. Ja, ansonsten, ich verabschiede mich jetzt wirklich endgültig von dem Spiel Fabled Legends, die Rückkehr des Rattenfängers. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Wimmelbild-Abenteuer uns wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüssi.